So, liebe Leute, im folgenden Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Access&OS Stream Deck Plugin installiert und wie ihr gegebenenfalls den Port ändert, falls es mit dem Standardport nicht klappt. Bevor wir loslegen, wieder ganz kurz der Hinweis, wir haben inzwischen einen Discord-Server mit weit über 2000 Mitgliedern. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, Fragen habt oder einfach nur ein bisschen über den Flusi schnacken wollt oder Mitspieler sucht, dann kommt zu uns auf den Discord. Den Link dazu findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Zunächst müssen wir natürlich erstmal das Plugin runterladen. Das gibt's auf der Homepage von Access&OS, auf der Download-Seite, hier wo man auch die Demo-Version im Prinzip bekommt, gibt es dann das Plugin. Einmal als normale Version, im Moment in der Nummer 3.0. Und dann gibt es auch eine Experimental-Version, die scheint aber nicht für alle zu funktionieren. Das heißt, ihr könnt es probieren, ob es bei euch geht. Wenn nicht, dann müsst ihr halt wieder die stabile Version nehmen. Die Experimental-Version hat im Moment die Nummer 3.15. Wenn ihr dieses Plugin runtergeladen habt, dann habt ihr quasi auf eurem Rechner die ZIP-Datei, ja, com/lobby-aao Stream Deck Plugin 3.0. Die könnt ihr erstmal, oder die ZIP könnt ihr erstmal entpacken und dann habt ihr in dem Ordner nur zwei Dateien. Einmal das Plugin an sich. Wenn ihr das doppelklickt und ihr habt die Elgato-Software installiert, dann kommt automatisch die Frage, ob ihr dieses Plugin installieren wollt. Da klickt ihr auf Installieren. Ich habe es schon gemacht, deshalb breche ich ab. Und dann ist eine kleine Anleitung in Form eines PDFs dabei. Da steht auch nochmal genau drin, wo man zum Beispiel den Port ändern kann. Wenn das Stream Deck Plugin ordentlich installiert ist, dann erscheint hier in der Stream Deck Software auch ein Menü, Lobbys, SE, Access&OS. Hier könnte man dann eigene Buttons erstellen, Toggles, Events, kleine Gauges. Und darum soll es heute aber nicht gehen. Ich zeige nachher nochmal ganz kurz, wie man sich ein komplettes Profil runterlädt und dieses dann installiert. Jetzt müssen wir aber erstmal sicherstellen, dass die Stream Deck Software mit dem Access&OS kommunizieren kann, denn Stream Deck kann nicht selber mit dem Flugsimulator kommunizieren. Das heißt, Stream Deck sendet seine Anfragen und Befehle an Access&OS und Access&OS leitet die Geschichte dann weiter an den Flugsimulator. Ganz wichtig ist es, dass Access&OS als Administrator gestartet wird, sonst wird die Web-API einfach nicht gestartet, die die Kommunikation zwischen Access&OS und dem Stream Deck Plugin sicherstellt. Wer keine Lust hat, ständig diese Abfragen, die dann kommen, zu beantworten mit der kann sich mal das kleine Tool Elevated Shortcut angucken. Einfach mal bei Google eingeben und schauen, ob man sich das runterlädt. Damit kann man Shortcuts, sag ich mal, so ändern, dass für bestimmte Programme dann diese Abfrage nicht mehr kommt. Damit sollte man allerdings sehr vorsichtig sein, aber bei Access&OS habe ich das gemacht. Da besteht in meinen Augen keine Gefahr, dass Access&OS hier irgendwie Schaden auf meinem PC anrichtet. Wenn wir Access&OS jetzt als Administrator gestartet haben, müssen wir noch sicherstellen, dass die Web-API auch gestartet wird. Und zwar im Menüpunkt Tools finden wir Enable Web-API. Hier muss ein Haken vorne rein. Standardmäßig ist hier der Port 9080 eingestellt. Dieser Port ist auch im JavaScript des Stream Deck Plugins so erstmal festgelegt. Solltet ihr dann später merken, dass das mit diesem Port nicht klappt, zeige ich euch dann noch gleich, wie ihr den Port ändert. Aber erstmal probiert das Ganze mal mit dem Standardport. Hier den Haken rein, Access&OS als Administrator starten und dann sollte die Geschichte funktionieren. Solltet ihr bei euch jetzt tatsächlich feststellen, dass die Geschichte nicht funktioniert und ihr seid sicher, dass ihr Access&OS als Administrator gestartet habt und der Haken bei Tools hier ist auch tatsächlich drin, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass entweder eure Firewall den Port blockiert oder aber, dass bereits eine andere Anwendung diesen Port benutzt. Dann kann es sein, dass Access&OS und das Stream Deck nicht miteinander kommunizieren können. Jetzt kann man versuchen, in der Firewall die Ursache zu finden oder zu gucken, welche andere Anwendung hier den Port blockiert. In meinen Augen geht es schneller, erstmal einen anderen Port zu probieren. Dazu geht man bei Tools in das Menü Port Settings for Web. Und hier haben wir zwei Ports, die wir eingeben können. Der obere Port ist für die FIPs, das sind die Instrumente, die ich im letzten Video schon vorgestellt habe. Das ist für uns erstmal nicht relevant. Relevant ist die Web-API, also der Port für die Web-API. Und zwar steht hier, wie gesagt, standardmäßig 9080 drin. Und jetzt kann man einfach irgendwas probieren. Ich würde irgendwas im 8000er-Bereich probieren. Ich würde anfangen vielleicht mit 8010, 8020, 8030, 8040, 8050. Ihr könnt gucken. Ihr könnt auch einfach das mal tauschen, dass ihr die Web-FIP-Ports auf 9080 stellt und hier 8070 nehmt. Den einzigen Port, den ich erstmal nicht nehmen würde, ist ungefähr 8080.
8080 wird doch relativ häufig schon von anderen Anwendungen benutzt, unter anderem auch, wer meine EFB-Mods installiert hat. Da benutze ich auch schon den Port 8080. Probiert es einfach ein bisschen durch. Stellt hier erstmal irgendeinen Port ein. Ich würde anfangen, wie gesagt, probiert es mit 8090, 8010, was auch immer. Dann drückt ihr auf Apply. Jetzt müsst ihr das Ganze aber auch in dem JavaScript zum Plugin quasi ändern. Den Pfad dorthin findet ihr zur Not in der Beschreibung, die als PDF dem Plugin beigelegt ist. Ansonsten ist der Pfad relativ fix. Ja? Ihr geht auf eure Festplatte C, also da, wo euer Betriebssystem ist, dann bei Benutzer rein, dann halt den entsprechenden Benutzer anklicken, mit dem ihr gerade angemeldet seid. AppData, Roaming, Elgato, Stream Deck, Plugin, Comlobby, AAO, SD Plugin. Hierher. Wer das nicht findet beim Durchklicken, weil zum Beispiel AppData nicht angezeigt wird, der müsste in den Optionen für die Ordner die ausgeblendeten Ordner anzeigen lassen. Dazu geht ihr hier im Explorer auf Ansicht, geht auf Optionen, Ordner und Suchoptionen ändern, geht hier wieder auf Ansicht und scrollt dann hier so weit runter, bis ihr zu dem Punkt kommt, ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen. Ja, hier müsst ihr dann quasi den Punkt setzen, der wird dann standardmäßig bei euch hier sein. Setzt ihn dann hier hin und dann sollte auch der Ordner AppData angezeigt werden. Der ist standardmäßig meines Erachtens versteckt. Und dann kommt ihr auch zu diesem Pfad. Ich lese es nochmal vor. Ja, C, Benutzer, dann euer Benutzername, AppData, Roaming, Elgato, StreamDeck, Plugins, ComLobby, AAO, SD Plugin. Hier in diesem Ordner findet ihr jetzt die Settings JS. Da klickt ihr mit rechts drauf, klickt auf Bearbeiten oder öffnet das Ganze mit einem ganz normalen Texteditor und ihr seht jetzt hier die AAO-URL, HTTP, Localhost und dann hier diese vier Zahlen, das ist der Port. Hier müsst ihr quasi den gleichen Port eingeben, den ihr im AAO eingestellt habt. Ja, bei mir ist es die 8090, dann einfach schließen, speichern. Dann müsst ihr die Stream Deck Software einmal komplett schließen, unten über die Taskbar, so dass die Software wirklich einmal komplett neu gestartet wird und dann könnt ihr das Ganze nochmal probieren und dann sollte es gehen. Wenn es dann nicht geht, probiert nochmal einen anderen Port. Nehmen wir jetzt mal an, das hat alles geklappt und Access and OS und das Stream Deck können miteinander kommunizieren. Dann habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr, wie gesagt, Profile selber erstellen über die ganzen Toggles. Das erfordert aber ein bisschen Einarbeitungszeit, weil man sich hier wirklich mit den Variablen, den Key Events und so weiter auseinandersetzen muss. Da gehen wir auch nochmal später drauf ein, aber es gibt einfach schon ein paar fertige Profile zum Runterladen. Es gibt jetzt keine feste Adresse, wo man, sag ich mal, tausende von Profilen findet, aber auf FlightSim.to findet man schon einige. Ja, einfach mal raufgehen auf FlightSim.to, AAO eingeben oder StreamDeck-Profil oder was auch immer und dann fallen schon einige raus. Zum Beispiel gibt es für die CJ4 schon ein StreamDeck-Profil, es gibt für die TBM930, für den Fly-by-Wire-Mod, gibt es einen oder ein AAO-Profil, das ist das, was wir auch gerade hier sehen bei mir. Und dann gibt es auch schon fürs G1000-Profile und ein paar andere noch dazu. Ja, also es gibt einige schon zum Runterladen. Ich habe jetzt als Beispiel mal das Profil für den Fly-by-Wire-Mod runtergeladen, für die A320. Das ist dann im Prinzip auch erstmal immer eine ZIP-Datei. Ja, hier die heißt A320N11OX1WJZIP. Das kommt dann immer auf die Version drauf an. Die habe ich dann erstmal entpackt und dann haben wir den entsprechenden Ordner hier oben. Und wenn wir hier reingehen, haben wir erstmal ein paar Dateien. Die meisten davon sind einfach die kleinen Icons für das Profil. Hier ist eine README-Datei drin. Hier steht genau drin, was man alles machen muss. Das kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber im Endeffekt dürfte so gut wie jedes Profil ähnlich aufgebaut sein. Das heißt, es gibt in der Regel zwei Bestandteile. Einmal die Stream Deck-Profile an sich. Ja, die erkennt man dann auch an der Endung Stream Deck Profile. Und dann gibt es in der Regel ein Script damit zu oder eine Script-Bibliothek. Das steht auch in der README drin. Ne? Um jetzt dieses Profil zu benutzen, müssten wir alle vier Stream Deck Profile, die hier stehen, einmal aktivieren. Einfach Doppelklick. Ja, dann werden die im Prinzip hier reingeladen in euer Stream Deck. Das macht ihr mit allen vieren oder mit allen, die ihr in dem entsprechenden Profil, was ihr euch runterladet, seht. Und wenn ihr eine Script-XML seht, ja, die muss dann erstmal ins AAO mit integriert werden. Denn da sind die ganzen Skripte drin, die im Prinzip die
speziellen Variablen ansprechen, die halt in vielen Mods inzwischen vorkommen, die sogenannten L-Variablen. Das habe ich im letzten Video schon erklärt, ne? Unterschied zwischen A-Variablen und L-Variablen. A-Variablen sind eigentlich die Standard-Microsoft-Flugsimulator-Variablen für das normale Flugmodell. Und L-Variablen sind durch Mods und Paver eingeführte eigene Variablen, wenn man ein eigenes Flugmodell oder eigene Routinen schreibt. Diese Script-XML-Bibliothek müssen wir natürlich ins AAO auch erstmal integrieren. Dazu gehen wir im AAO auf Scripting, gehen dann hier oben auf Import Scripts, hier der dritte Punkt von oben, Import Scripts, öffnet sich ein Fenster, dann geht ihr einfach dahin, ne, ihr klickt euch hier durch, wo ihr dann zur XML kommt, öffnet die und dann werden die Scripts hier in das AAO reingeladen. Um mehr braucht ihr euch da gar nicht kümmern, die Scripts sind da drin, da brauchen wir auch gar nicht erstmal dran rumfummeln. Und jetzt müsste das Ganze funktionieren. Wenn ein Profil aus mehreren Unterprofilen besteht, dann kann es sein, dass man das im eigenen Stream Deck erstmal so ein bisschen verknüpfen muss miteinander. Beim A320-Profil ist es so, dass es ein Base-Profil gibt. Das ist der FBW A320. Das Ganze sieht dann so aus. Und dann kann man hier mal durchklicken und gucken. Ja? Das sind zum Beispiel ganz normale Ordner. Das ist nicht weiter schlimm, aber hier hinten zum Beispiel kommt jetzt ein Stream Deck Profilwechsel. Wenn ihr das bei euch zum ersten Mal alles anklickt, dann steht hier möglicherweise was ganz anderes drin, weil die Reihenfolge bei euch ja ganz anders ist als bei dem, der es mal irgendwann hergestellt hat. Und ihr müsstet dann hier das richtige Profil aussuchen, wo ihr hier hinspringen wollt. Im Fly-by-Wire-Mod wäre es die MCDU Base oder das MCDU Base Profil einmal anklicken. Und dann könnt ihr gucken, wenn ihr hier reingeht, dann müsst ihr natürlich schauen, dass man mit dem Pfeil zurück auch wieder ins FBW A320 Base Profil zurückkommt. Jetzt gucken wir hier wieder. Ja, das ist zum Beispiel nochmal ein Profilwechsel. Hier steht ABC. Jetzt gibt es hier noch ein A320 MCDU ABC Profil. Das wäre das Richtige, was hiermit verknüpft werden muss. Und auch hier gehen wir mal rein und gucken, dass die entsprechenden Rückführprofile wieder da sind. Ja, Streamdeck Profil wechseln. Hier wieder ins A320 Base Menü. Und hier unten haben wir nochmal einen Profilwechsel ins A320 MCDU 123 Profil. Ja, es haut also erstmal hin. Wir gehen zurück und gucken hier das Gleiche. Ist auch wieder ein Profilwechsel, einmal aufs 123 Profil von der MCDU. Und wenn wir da reingehen, haben wir hier auch wieder einen Wechsel, einmal zum MCDU Menü Base und einmal zu ABC. Es kann sein, dass nicht alle Profile so kompliziert aufgebaut sind. Ja, das muss man dann wirklich auch von Profil zu Profil sehen. Ihr werdet dann aber merken, wenn irgendwo schon eine Verknüpfung nicht hinhaut. Ja, das ist dann relativ einfach zu merken, wenn ihr plötzlich auf einer anderen Seite landet. So, liebe Leute, das war es eigentlich auch schon. Ja, so installiert man das Access&OS Plugin für das Stream Deck. Und so würde man ein Profil installieren. Ihr könnt natürlich jetzt hier in diesen Profilen auch hin und her schieben. Ihr könnt euch die Buttons so anordnen, wie ihr möchtet. Und ihr könnt hier auch ganz gut reingucken und sehen, wie denn diese Buttons aufgebaut sind. Das heißt, bei irgendwelchen Toggles, ja, über Key Events. Ja, wenn ein K davor steht, ist es immer ein Key Event. Wenn ein A davor steht, sind es Standardvariablen. Dann gibt es aber auch, wie gesagt, L-Variablen. Haben wir mal eine dabei hier. Hier zum Beispiel, ja, das sind so spezielle Variablen. Die kann man eigentlich mit Standardtasten oder auch mit Standardbefehlen nicht auslesen aus dem Flugsimulator. Da braucht man dann einfach Access&OS für. Denkt dran, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, Fragen habt zum Flugsimulator oder ihr einfach nur ein bisschen drüber schnacken wollt oder Mitspieler sucht, dann kommt zu uns auf den Discord. Wir haben inzwischen über 2000 Mitglieder. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht sogar geholfen hat, dann lasst bitte wirklich ein Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.